Handelshafen Magdeburg. Die Wachstumsentwicklung des Hamburger Hafens infolge zunehmender Warenströme um 1885 führte auch im Hinterland zum Bedarf an zusätzlichen Lager- und Umschlagplätzen. Aufgrund der guten eisgeschützten und hochwasserfreien Lage kam der Neustädter Kämmereiwerder in Magdeburg als Hafenstandort in Frage. Die damalige königliche Regierung in Berlin erlaubte dem Magdeburger Magistrat bereits 1878 den Bau des Hafens. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1888. Zuerst wurden die beiden heute noch stehenden Speichergebäude errichtet, die später erweitert wurden. Das 994 Meter lange und zwischen 45 und 65 Meter breite Hafenbecken des Handelshafens war im Jahr 1893 fertiggestellt. Die Kaianlage besteht zum überwiegenden Teil aus Schwergewichtsmauern. Im nördlichen Teil befindet sich ein geböschtes, mit Natursteinpflaster versehenes Ufer. Eine Besonderheit war die technische Ausstattung mit einer Dampfanlage, die ein hydraulisches System mit Druck versorgte. Das 11 fahrbare Portalkräne mit 1 bis 3 Tonnen Tragfähigkeit, eine Hubbrücke über die Hafenzufahrt sowie den stationären Schwerlastkran Elefant 21 Tonnen Tragkraft bewegte. Zusätzlich waren 4 fahrbare Dampfkrane analog zu den gebräuchlichen Dampfbaggern im Einsatz. Der Hafen verfügte daneben über ein eigenes Gleissystem mit Lokomotiven und Güterwagen sowie einen eigenen Schlepper zur Unterstützung der ankommenden Frachtschiffe. Der Hafen wurde 1893 in Betrieb genommen. Die höchste Umschlagzahl wurde im Jahr 1906 mit etwa 1,4 Millionen Gütertonnen erreicht. Die Umschlaggüter kamen hauptsächlich aus der Region. Es waren unter anderem Getreide, Zucker, Salz, Holz, Futtermittel und Düngemittel. Lokomobilenfabrik Wolf in Magdeburg-Buckau verlud mit dem Elefant Kessel und andere Maschinenteile aus ihrer Produktion. Durch den Bau des tieferen und insgesamt größeren Industriehafens ging ab 1908 die Umschlagzahlen zurück. Später wirkte sich die fehlende Wasserstandsregulierung negativ auf die Entwicklung des Hafens aus. Zwischen 1935 und 1938 wurde südlich an die Speicherblöcke ein Getreidesilo errichtet. Der Handelshafen wird aktuell zum Museums- und Wissenschaftshafen umgebaut. Das Technikmuseum Magdeburg zeigt das Maschinenhaus, den Schwerlastkran Elefant, den Taucherschacht 2, einen Eimerkettenschwimmbagger sowie die Hubbrücke und eine historische Bahnausstellung. Im Hafen befindet sich auch der 1956 errichtete Vollportal-WIP-Drehkran. Darüber hinaus ist der letzte Kettendampfer seiner Art, die Gustav Zeuner, an der unter Denkmalschutz stehenden Hubbrücke aufgestellt. In unmittelbarer Nähe des Hafens befindet sich der bereits 1863 errichtete Lokschuppen, der zeitweise zur Hafenbahn gehörte.